Ich denke, dann haben wir uns eingependelt von der Zuschauerzahl. Nochmal ein herzliches Hallo an alle. Zum hoffentlich mal auf baldige Zeit letzten Stuttgarter Online-Industriegespräch. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch wieder in einen Modus kommen, wo wir uns auch mal wieder offline an der Uni sehen können. Da bin ich jetzt bald am Klären dran, wie wir das machen können. Genau. Was haben wir heute vor? Ich werde einen ganz kurzen kleinen Bericht aus der Vorstandsratssitzung vom 13. März machen, werde unseren Referenten, den Dr. Michael Förtsch, vorstellen und dann wird der Herr Förtsch auch zu seinem Vortrag kommen. Genau, am 13. März gab es die Frühjahrssitzung vom Vorstandsrat der DPG. Das ist sozusagen das DPG-Parlament. Wie gesagt, das muss man sich so ähnlich wie eine Mitgliederversammlung vorstellen. Ich habe kurz drei Themen ausgewählt. Wir haben einen neuen Vorsitzenden, haben Sie vielleicht schon aus dem DPG-Journal mitbekommen. Ganz kurz ein Abriss zu den Finanzen und wir haben uns leider auch mit einem unschönen Thema, nämlich dem russischen Angriff auf die Ukraine, beschäftigen müssen und haben dazu eine Resolution verfassen müssen. Ich möchte einfach nur ganz kurz die Sachen kurz erläutern. Also der Professor Dr. Joachim Ulrich, der Präsident von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, ist seit 1. April Präsident der DPG. Der bisherige Präsident der DPG, der Herr Schröter, ist seit dem 1. April dann Vizepräsident. Und genau, Herr Ulrich vertritt dann die außeruniversitäre Forschung. Es wird in den Präsidenten ja immer durchgewechselt zwischen außeruniversitärer Forschung, Industrie und universitärer Forschung. Als nächstes wäre dann nach dem Herrn Ulrich in 2 Jahren jemanden aus der universitären Forschung dran. Es gab wieder einen Finanzbericht. Grundsätzlich geht es der DPG ganz gut finanziell. Wir schaffen da immer mit einer schwarzen Null rum. Es gab ein überraschendes Plus aus einem Rechtsurteil, das die VG Wort betrifft, also die Verwertungsgesellschaft für Wort für DPG-Mitglieder. Da gab es so grobe 900.000, die wurden in Rücklagen überführt, die zur Sanierung des Physikzentrums in Bad Honnef dienen. Da regnet es nämlich leider zum Dach ein. Und es ist dringend nötig, habe ich dann auch am 13. März feststellen müssen. Ja, wir haben uns als DPG leider auch zum russischen Angriff auf die Ukraine ein Statement vorbereiten müssen. Das können Sie auch im Physikjournal nachlesen. Ist eher dadurch ausgelöst worden, dass sich eben auch viele Leute aus der russischen, aus verschiedenen russischen Wissenschaftsinstitutionen eben für diesen Krieg ausgesprochen haben. Und dann sind die diplomatischen Gepflogenheiten eben so, dass wir da auch als Institution darauf antworten. Es betrifft wohlgemerkt hauptsächlich, es betrifft rein Institutionen. Es kamen auch in der Diskussion sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf. Zum Beispiel jetzt auch ein bisschen die prekäre Situation von russischen Studierenden, die an ihr Geld nicht rankommen. Und die teilweise ja auch, wenn sie sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, beispielsweise auch schon jetzt Druck aus ihrem Heimatland, also aus Russland bekommen und auch schon Androhungen von Strafen bekommen. Also da gibt es leider Gottes ganz viele, aus ganz vielen Seiten ganz schlimme, Auswirkungen. Aber als Institution hat sich die DPG eben gegen den Krieg verurteilen müssen und stellt bis auf Weiteres die Zusammenarbeit mit russischen Institutionen ein. Genau. Genau. So, nun zum heutigen Industriegespräch. Als Vortragenden haben wir den Dr. Michael Förtsch. Michael Förtsch hat angefangen auf Lehramt,
Physik und Mathematik an der Uni Erlangen-Nürnberg zu studieren, hat es auch abgeschlossen, mit einem Preis für die beste Abschlussarbeit, hat dann recht schnell promoviert im Bereich Photonik, Quantenoptik am MPI für die Wissenschaft des Lichts, hat dort auch weitergearbeitet bis 2015, dann final als Senior Scientist, also ich denke als Postdoc auch, mit Aufenthalten am NIST in Boulder, Colorado und am Institut für Quantum Information Science in Calgary, Kanada. 2015 ist er dann in die Firma Trumpf eingetreten, zuerst als Strategic Project Manager und dann im weiteren Verlauf als Assistent der Geschäftsführung und ist seit 2018 Geschäftsführer der Q&GmbH. Und damit würde ich dann eigentlich auch schon an den Herrn Pförtsch übergeben. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. So, schauen wir mal. Ich teile meinen Bildschirm und hoffe, dass man den jetzt überall sehen kann. Falls nicht, einfach Wortmeldungen. Es freut mich sehr, hier direkt nach Ostern einen Vortrag hier halten zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt die Osterzeit alle gut hinter euch gebracht und jetzt können wir dann wieder durchstarten, nachdem wir uns etwas erholt haben. Mein Ziel heute ist, drei Fragen zu beantworten. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist ja sehr viel Quantentechnologie überall. Immer dann, wenn auch insbesondere, wenn man stärker an der Photonik dran ist, dann ist schon eine sehr hohe Deckungssumme zum Thema Photonik und Quantentechnologie in Deutschland im Moment vorhanden. Und für mich stellen sich aus einer unternehmerischen Sicht eigentlich drei Fragen. Wenn ich auf das ganze Thema Quantentechnologie, so wie wir sie im Moment gerade erleben. Nämlich die drei Fragen ist, sollen wir überhaupt Quantentechnologie jetzt industrialisieren? Also das ist vielleicht eine sehr provokative Frage in Anbetracht dessen, dass ja sehr viele Aktivitäten unternommen werden. Aber die fundamentale Frage, Quantentechnologie ist ja sozusagen ein Enabler für neue Produkte. Und die Frage ist erstmal die, warum? Warum tun wir das? Warum sollten wir neue Produkte überhaupt bauen? Braucht es das? Oder können wir das, was wir heute haben, einfach noch ein bisschen verfeinern und weitertreiben und kommen damit aus einer produkttechnologischen Sicht auch noch sehr gut über die nächsten 100 Jahre? Das Zweite ist, was natürlich die Frage ist, wenn wir die erste Frage mit Ja beantworten, ist die Frage, okay, wie können wir denn diese Produkte überhaupt realisieren? Was müssen wir denn da, also was braucht es dafür, um diese neuen Produkte entstehen zu lassen? Und dann die letzte Frage ist, was müssen wir jetzt tun? Was machen wir weiter Forschung oder müssen wir vielleicht das ganze Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachten? Und im zweiten Teil des Vortrags werde ich dieselben Fragen, nämlich dieses Why, How and What, werde ich dann mal anhand von Quant, wie wir das für uns beantwortet haben und was unsere Daseinsberechtigung ist, welche Produkte wir im Moment entwickeln, was wir dafür tun, werde ich dann am Ende noch erklären. Dann lassen wir uns mal anfangen. Und wenn wir sagen, Quantentechnologie der zweiten Generation, so wie sie im Moment überall ja, medial bekannt gegeben ist, ist ja schon mal die Frage, okay, wir haben ja Quantentechnologie, die wurde vor über 100 Jahren erfunden als Quantenmechanik in der theoretischen Natur und dann gab es exzellente Forschung in dem Bereich. Es gab viele Nobelpreise und dann gab es ja auch die ersten Produkte basierend auf einer, sage ich mal, Quantentechnologie der ersten Generation. Die erste Generation, ich bediene mich immer gerne dieses Bildes. Was hier zu sehen ist, für mich ist Quantentechnologie der ersten Generation das Kontrollieren von Ensemble-Effekten. Das heißt, wenn ich vergleichbar, wie wenn ich einen Wasserhahn habe und ich öffne den Wasserhahn eben und kann damit den Wasserfluss steuern, aber ich komme definitiv nicht dazu, die einzelnen Wassertröpfchen beziehungsweise Moleküle zu steuern. Und da sind wir jetzt genau dann in dem, was wir im Moment anstreben. Nämlich, wir wollen uns durch Technologie es zunutze machen, dass wir Quanten individuell steuern und manipulieren können. Und dadurch erhalten wir natürlich Zugang zu weiteren physikalischen Phänomenen, kommen wir später dazu. Und daraus entstehen dann wieder neue Produkte. Also nur mal eine Abgrenzung, worum reden wir? Wir reden definitiv nicht um
den schon existierenden Produktteil. Der ist vielleicht auch nötig, den müssen wir vielleicht weiterentwickeln. Aber der Fokus, der heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, ist definitiv auf der zweiten Generation. Erste Generation nur für, ich gehe einfach mal kurz auf ein paar erste Generation Technologien im Bereich der Quantentechnologie ein, ist zum Beispiel der Magnetspinnresonanzeffekt, den man dann ausnutzt in der Medizintechnik, in der bildgebenden Medizintechnik, insbesondere beim MRI-Scan. Jeder, der schon mal sowas über sich ergehen hat lassen müssen, meistens auch infolge eines Unfalls, der hat zumindest war schon mal in den Genuss. Und das ist, ich finde es immer noch total begeistert, was für hochauflösende Bilder da mittlerweile heutzutage da durch so eine Maschine möglich sind. Das andere ist, wir nutzen es täglich unbewusst, einen Teil unseres modernen Navigationssystems, nämlich speziell die atomaren Uhren, sind Teil vom GPS-Netzwerk, die uns täglich dann das Produkt navigieren, ins Auto bringen, auch basierend auf eben Quantentechnologie der ersten Generation. Wir schauen wahrscheinlich gerade alle auf vielleicht den, die Errungenschaft, die Produktentwicklung basierend auf Quantentechnologie der ersten Generation, nämlich basierend auf Halbleiter, der PN-Übergang, ist ein Ensemble-Effekt, den man quantenmechanisch beschrieben hat. Und wen ich jetzt hier tatsächlich nicht aufgeführt habe, ist der Laser. Man verzeiht es mir, aber ich glaube, das ist so das Einprägende. Für jeden Physiker ist es das Paradebeispiel schlechthin. Die stimulierte Emission ist auch eine Quantentechnologie der ersten Generation. So, das ist die erste Generation. Das ist die Frage, okay, brauchen wir überhaupt noch neue Produkte? Und da habe ich drei Beispiele, die wahrscheinlich einigen schon bekannt sind, mal mitgebracht. Aus drei Bereichen. Das erste ist aus dem Bereich der Quantenkommunikation. Also es gibt ein Wertversprechen, dass Quantentechnologie der zweiten Generation, so wie wir sie jetzt im Moment gerade entwickeln, dass die zu einer sicheren, Kommunikation, einer abhörsicheren Kommunikation auf sehr, sehr lange Zeit abzielt. Und einfach als Beispiel hier in der klassischen Welt ist es so, dass Alice und Bob, die reden miteinander, jetzt muss man immer dazu sagen, jeder erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Die Wahrheit dahinter ist mittlerweile aufgrund von sehr, sehr vielen Vorträgen zu dem Thema etwas verwaschen. Ich kenne sie so, die Alice, die hat ein Verhältnis mit Bob und die wollen jetzt natürlich ihre Liebe kundtun. Das soll aber niemand in der Außenwelt wissen. Also was machen sie? Sie schreiben sich Liebesbriefe und diese Liebesbriefe, die werden verschlüsselt. Also das heißt, sie nehmen einen Schlüssel und hängen im bildlichen Sinne ein Schloss davor und dann schicken sie... müssen sie ja den Schlüssel irgendwie austauschen. Also Alice muss ja irgendwie lesen können, was Bob geschrieben hat. Und gleichermaßen muss dann auch die Nachricht gesendet werden. Und in der klassischen Welt gibt es eben keine eindeutige Sicherheit dafür, dass sich nicht jemand in die Mitte setzt. Eve in diesem Fall. Eve in der Geschichte jetzt die aktuelle Lebensgefährtin von Bob. Und Eve könnte ja... ungewollt in den Besitz der Informationen über die Liebelei zwischen Alice und Bob kommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das sicherstellen? Im Falle der Quantenkommunikation ist es so, es gibt ein sogenanntes No-Cloning-Theorem. Das heißt, wenn der Schlüssel, der zum Verschlüsseln der Nachricht eingesetzt wird, auf Quanten basiert, dann kann Eve den Schlüssel nicht einfach nehmen, lesen und ihn dann an Alice weiterschicken, sondern indem, dass sie den Schlüssel auswertet, wird sich der Schlüssel verändern. Sie kann ihn nicht exakt kopieren. Und im Falle dessen, dass die beiden dann im Besitz zweier unterschiedlicher Schlüssel sind, können sie entscheiden, wir schicken unsere Liebesnachricht lieber nicht von A nach B oder in dem Fall eben von B nach A, sondern wir generieren lieber erst nochmal einen neuen Schlüssel. Und das ist vielleicht nochmal in der Eindringlichkeit die Quanten-Key-Distribution, also die sichere abhörsichere Kommunikation basierend auf Quanten, basiert vor allem darauf, dass der Schlüssel quantenmechanisch erzeugt wird und dann ausgetauscht wird und alles andere, also auch die Versenden der Nachrichten, wenn es mal verschlüsselt ist, würde nach klassischen Kommunikationen, so wie wir sie heute kennen, stattfinden. Das heißt, es geht wirklich explizit um den Austausch des Schlüssels. Und da, ich würde sagen, das ist in jedem Fall wert, dass wir diesen Weg weiterverfolgen, weil sichere Kommunikation, ich glaube, ja, es klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber ich glaube, jedem ist vor den
aktuellen Geschehnissen klar, dass es gewisse Informationen gibt, die wir lieber für uns behalten. Und an der Stelle kann Quantentechnologie einen Mehrwert für die Zukunft bieten. Und es ist auf jeden Fall wert, diesen zu entwickeln. Das zweite ist Quantum Sensing. Hier mal wieder ein Beispiel, welches Produkt können wir kreieren. Das ist hier im Rahmen von QSense. Das ist ein Zukunftscluster hier im Raum Stuttgart, an dem wir als Quant auch mit teilnehmen. Entstanden, da geht es um Magnetfeldsensorik. Magnetfeldsensorik, die Magnetfelder, vor allem sehr feine Magnetfelder auflösen kann, also das heißt sehr schwache Magnetfelder und einen sehr hohen dynamischen Bereich hat. Und was hier auf diesem Bild illustrativ dargestellt ist, ist das Produkt, so wie man sich das in der Zukunft vorstellt, an dem wir auch entwickeln. Da geht es darum, nehmen wir mal an, ein Mensch hat zum Beispiel eine Gliedmaße verloren, zum Beispiel den Unterarm. Dann ist es so, wir Menschen, wir können unseren Unterarm heben und senken, wir können die Hand auf und zu machen. Wir wissen aber eigentlich gar nicht so richtig, was unser Gehirn dabei denkt, sondern wir denken nur Hand auf, Hand zu, und was unser Körper dann vornimmt, wissen wir nicht. Es ist heute so, dass es gibt heute Exoskeletons, die sich tatsächlich steuern lassen, aber das größere Problem ist eher dadurch, dass die im größten Teil strombasiert stattfinden, diese Sensoren. Das heißt, da werden Nervenenden kontaktiert. Und wenn wir jetzt denken, dann sendet unser Körper einen Strom, der durch den Körper bis zu den Nervenenden geht. Und die werden dann von Stromsensoren wahrgenommen. Das Problem an den Stromsensoren ist gar nicht mal, dass sie nicht funktionieren. Sie funktionieren richtig gut, zu 80%. Das ist schon ein enormer und beachtlicher Erfolg. Nur in 20% der Fälle gibt es eben eine falsche Information. Und dies zum Beispiel kommt deswegen zustande, weil wir Menschen schwitzen. Weil dadurch wird ein veränderter Widerstand erzeugt und der führt dann zu einem Fehler in dem Signal. Und dieses Signal führt dazu, dass die gedachte Bewegung nicht korrekt ausgeführt wird. Ungefähr 20%. Und das ist natürlich ein Anlass, diese Technologie zu verbessern, um diesen Menschen auch ein sichereres Gefühl im Alltag zu ermöglichen. Und durch den Einsatz von diesen hochempfindlichen Magnetfeldsensoren und deren Weiterentwicklung ist es dann so, wie man dann schön sagt, Value Proposition, also dann wirklich das Produkt ausmacht, ist, dass es gelingt, diese Fehler deutlich zu minimieren, also unter 1% wäre mal so ein guter Maß dafür, um dann eine native Steuerung von Exoskeletten zu ermöglichen. Ein weiteres Beispiel. Und das letzte Beispiel ist, glaube ich, das, was im Moment am präsentesten in den Medien ist. Das ist der Quantencomputer. Das heißt, da wird viel versprochen, bis dahingehend manchmal, dass es gesamthaft das heutig existierende klassische Computing ersetzen wird. Es ist aber vor allem, wird es immer gleichgesetzt als der leistungsstärkste Computer. Und ich habe da so eine geteilte Meinung dazu und ich bin da auch offen dazu. Das, was ich hier von mir gebe, ist vor allem subjektiv und basierend auf meiner Erfahrung. Und ich teile das gerne, aber wenn da irgendwelche anderen Meinungen sind, ich bin sehr offen und freue mich immer über jegliche Diskussion. Für mich ist Computing, wenn ich heute mir Probleme vorstelle, dann kann ich Computing heute auf zweierlei Arten schneller machen. Entweder ich baue schnellere Hardware, das heißt fast, also immer schnellere Hardware, so wie wir sie heute aus der Halbleiterindustrie kennen, ungefähr alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung, weil wir es schaffen, immer mehr Transistoren auf derselben Fläche unterzubringen. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich, wir können uns immer neue Algorithmen überlegen, die dann vielleicht mit etwas weniger Rechenleistung, aber mit geschickteren Berechnungen dann dasselbe Problem lösen können. Und wenn man sich das so anschaut, dann können wir damit heute schon relativ viel im klassischen Computing lösen. Ich glaube, dass zum Beispiel das Hinzufügen von dem ganzen Thema künstliche Intelligenz und neuronalen Netzen dem Ganzen in der jüngsten Vergangenheit nochmal einen richtigen Boost gegeben hat. Aber es gibt da eine Grenze und diese Grenze ist schon mal dann erreicht, wenn wir wirkliche Quantenprobleme, also zum Beispiel das Zusammenwirken von atomaren Strukturen simulieren wollen, weil dort dann die Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik zum Greifen kommen und damit haben wir tatsächlich mit einem konventionell klassischen Computer haben wir da große Nachteile. Das heißt, das ist schon mal das Thema Quantenprobleme zu lösen mit einem Quantencomputer.
da mache ich persönlich für mich den Haken dran, dafür ist es alleine schon wert, einen Quantencomputer zu entwickeln. Es gibt dann, was ich hier in der Folie nochmal angedeutet habe, die sogenannten Transition-Probleme. Und das ist tatsächlich was, da ist das Problem von seiner Formulierung her klassisch, rein klassisch zu beschreiben, aber an sich so komplex, dass es unglaublich schwer und aufwendig bis hin zu nahezu unmöglich heute ist, dieses mit existierenden, egal mit welchem Superrechner, dieses Problem zu lösen. Und da gibt es jetzt mitunter auch Ansätze aus dem Bereich des Quantencomputings, die sagen, ich kann diese klassischen Probleme auf eine Quantencomputing-Architektur mappen und kann sie dann dort berechnen und kann mir aufgrund des geschickten Mappings einen Geschwindigkeitsvorteil erarbeiten. Das ist das Feld, was im Moment irgendwie am nächsten zu greifen ist, weil wir die Probleme schon mal richtig formulieren können. Es ist aber gleichzeitig auch das Gebiet, wo es immer passieren kann, dass wir denken, wir haben jetzt die Rechtfertigung für den Quantencomputer, dass er ein Problem schneller löst und zum Beispiel 2 Jahre später kommen klassische Informationstheoretiker und lernen uns eines Besseren und sagen, wir haben einen besseren Algorithmus entwickelt, wir können dasselbe Problem jetzt auch mit einem klassischen Computer lösen. Das sei einfach mal so erwähnt. Es ist aber in beiden Bereichen, also in den Zwischenproblemen, wie sie hier auf der Folie dargestellt hat, als auch im Quantencomputing, in den echten Quantencomputing-Problemen, wird es Lösungen geben, wo wir den Einsatz eines Quantencomputers brauchen werden. Gut, also wir haben jetzt mal schon mal überlegt, okay, warum müssen wir es entwickeln? Da ist auf jeden Fall jede Menge vorhanden, dass wir diese Technologien weiterentwickeln. Die nächste Frage ist, wie? Jetzt haben wir uns überlegt, diese Technologien, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben eine Rechtfertigung für das Why gefunden. Wir haben Produkte oder Produktideen uns überlegt. Wie realisieren wir diese neuen Produkte? Naja, wenn das, was wir gerade gesagt haben, scheint es da ja eine sehr, sehr große Ansammlung an neuen Produktideen in 4 Feldern zu geben. Nämlich in der Quantenkommunikation, das Thema sichere Verschlüsselung, im Bereich von Sensorik und Messungen. Dann das Gleiche gilt auch für das Thema Vision und Imaging. Und dann als letztes im Bereich der Computation und Simulation. Und wenn man das jetzt alles zusammenführt, was müssen wir tun? Wir müssen beispielhaft jetzt diese 3 Quanteneffekte, Superposition, Unsicherheit und Entanglement, müssen wir, das sind Phänomene, die wir ausnutzen können, um eben genau Produkte in diesen neuen Feldern zu realisieren. Die müssen wir so robust und sicher herstellen können, dass sie nicht nur in einem Laborumgebung mal funktionieren, und unter extremen klimatischen Bedingungen, also sehr kryogen, sondern wenn zum Beispiel so ein Sensor im speziellen Fall jetzt alltagstauglich werden muss, dann muss das eben ein Produkt sein, was mal einen Temperaturverlauf zwischen minus 20 und plus 80 Grad überlebt. Und in dem gesamten Bereich muss es möglich sein, Superpositionszustände als ein Beispiel eben zu generieren und zu nutzen, weil es tatsächlich von einem Produktansatz her recht wenig bringen würde, wenn das Ganze nur bei 22,5 Grad funktioniert. Und was es dafür braucht, ist es eben auch, also wir müssen diese Zustände herstellen, sicher herstellen. Jetzt können wir uns dann natürlich sagen, okay, how are we realizing those products? Naja, klar, durch den Einsatz von diesen neuen Zuständen. Und was müssen wir jetzt im Expliziten tun? Wir müssen, wie wir es gerade schon gesagt haben, die technologischen Risiken minimieren, nämlich, dass es zum Beispiel nicht nur bei 22, das ist in dem Chart jetzt mal dargestellt, dass man sagt, es gibt für den Produkteinsatz, kommen von einer generellen Überlegung, die man auf einem optischen Tisch, in einem optischen Labor unter guten klimatischen Bedingungen gezeigt hat, gibt es im Wesentlichen zwei Stellschrauben, die wir haben. Es gibt auf der einen Seite die technologische Unsicherheit und damit meint man jetzt nicht, funktioniert es prinzipiell, sondern was man damit meint, ist, funktioniert es eben unter den unter marktüblichen Bedingungen. Und das Zweite ist, was tatsächlich auch extrem wichtig ist, ist die Frage, gibt es dafür wirklich einen Markt und lohnt sich es dafür entwickeln? Also das heißt, das ganze Thema, was löst denn beim Kunden wirklich ein Problem? Diese beiden Themen müssen wir minimieren und wir müssen sie gemeinsam minimieren, diese Unsicherheit an der Stelle.
Ansonsten haben wir, steht am Ende kein Produkt da. Wieder am Beispiel von vorhin, um diesen Sensor zur Steuerung von Exoskeletts einzusetzen, gibt sich natürlich sofort die Frage, ja, wie viel darf sowas denn irgendwie kosten? Darf das jetzt 1 Million kosten oder muss es eher einen bestimmten Preispunkt treffen? Gibt es dieses Problem denn, so wie wir es heute über die Stromsensoren denken, nämlich dass sie Probleme mit der Empfindlichkeitsabhängigen, zum Beispiel aufgrund von Schweiß haben, gibt es das wirklich oder ist das jetzt ein vereinzeltes Auftreten, was aber gar nicht das eigentliche Problem beim Kunden heute darstellt? Die nächste Frage, würde ein Kunde so einen Sensor überhaupt akzeptieren? All das sind Themen, die zum Thema Marktunsicherheit beitragen. Und dann auf der anderen Seite können wir das, was auf dem optischen Tisch heute steht, können wir das so miniaturisieren und kompakt bekommen, dass es tatsächlich auch tragbar wird. Und das sind sehr, sehr komplexe Mechanismen, die ineinander greifen, die wir jetzt nicht als Physiker alleine klären können. Dort müssen wir Ingenieure mit einbeziehen, da müssen wir Kunden mit einbeziehen und, damit wir in Summe da ein Produkt definieren können. Das andere ist, ich habe vorhin das ganz bewusst mal als Atom gezeichnet, die vier Felder, in denen neue Produkte entstehen. Wir müssen auch die Basistechnologien oder die Enabling Technologies, die dann zu so einem Produkt führen, weiter verbessern. Beispiel hierfür, die mir jetzt aus unserem Firmenleben einfallen ist, wir brauchen zum Beispiel spezielle Laser in hoher Stückzahl zu vertretbaren Preisen, als ein Beispiel. Oder wir brauchen vielleicht auch nochmal erweiterte klassische Sensoren, um überhaupt Control Loops bauen zu können, um solche Sensoren oder einen solchen Computer, wie wir ihn vorhaben, überhaupt stabil zu bekommen. Wir werden mit Sicherheit nicht komplett ohne Kryogentechnologie auskommen, aber auch die muss weiter verbessert und miniaturisiert werden und dann abschließend natürlich auch das ganze Thema Elektronik. Da, wo wir mit dieser Technologie hinwollen, gibt es teilweise heute nur Ansätze von Steuerungsplatinen. Das heißt, auch das muss neu gedacht werden. Und das sind das, was ich in diesem Kern, sollte man in keinsten Fall unterschätzen, weil auch das wieder beides auf diese Metriken Marktunsicherheit und Technologieunsicherheit einzahlt, weil, ja, also am Ende entscheidet ja, der Kunde, und das ist in der Industrie halt immer so, ob er es bereit ist, Geld für ein Produkt auszugeben, und dazu muss der Preis zum Beispiel passen. Da hat wieder Implikationen auf die gesamte Komponentenlandschaft, ob die Laser verfügbar sind und so weiter, die Elektronik. Und genau, also das sind zum Beispiel Themen zum Thema Enabling Technologies, die wir begleitend weiterentwickeln wollen. Das andere ist auch was, wir müssen uns überlegen, wo heute Quantentechnologie zeitlich steht und auf der anderen Seite, wo wir hinwollen und dann auch anfangen. Es gibt dieses Konzept des Valley of Death, was einfach Folgendes sagt. Auf der linken Seite haben wir die Wissenschaft, die vor allem, ich bringe immer Klick schon mal auf die nächste Folie, die vor allem dadurch den Auftrag, oder der davon lebt und den Auftrag auch dazu zu sagen hat, das Experiment zum ersten Mal zu demonstrieren. Dann, wenn man sich das Ganze mal vorstellt, was in der Wissenschaft, wo viele der Quantentechnologien heute noch zum ersten Mal gezeigt sind, was da ist, da baut man Demonstratoren auf, die vor allem durch den Experten bedient werden können. Also wenn ich an meine eigene Doktorarbeit zurückdenke, den Aufbau zu bedienen, da war schon sehr viel Bauchgefühl und Erfahrung dann einfach drinnen und es war schon sehr, es hat mehrere Anläufe gebraucht, um dann sozusagen das Experiment auch durch zum Beispiel einen Masterstudenten bedienen zu lassen, ohne dass es eben schiefgegangen ist. Und es lag jetzt nicht daran, dass der Masterstudent nicht gut war, um Gottes Willen, sondern es lag einfach daran, dass es ist ja kein Produkt, sondern es ist ein Einmalaufbau. Und da steckt halt, da zählt vor allem die Geschwindigkeit, mit der man sowas aufbaut, und da stellt man sich nicht die Frage, wie man es bedient. Dann sind diese Experimente oftmals auf ein bestimmtes Budget zugeschnitten. Es gibt eben einen bestimmten Forschungsetat und den kann man verfespern, wie man im Schwäbischen sagt. Und dementsprechend ist das auch eine Metrik, die hier mitgreift. Und das Letzte ist, wenn man fragt, was ist denn der Lohn des Ganzen, dann ist es natürlich so, man zielt als Wissenschaftler naturgemäß darauf ab, möglichst hochrangig zu publizieren, sodass die eigene Forschung
möglichst weit verbreitet gelesen wird. Wenn man auf die andere Seite dieses sogenannten Valley of Death schaut, dann sieht die Welt anders aus. Wenn man jetzt produkttechnisch aus einer Industriebrille auf sowas guckt, dann geht es im Vergleich zum Hero-Experiment eigentlich nicht darum, das einmal zu zeigen, sondern es geht darum, sogenannte skalierbare Produktansätze zu finden. Das heißt, ich kann ein Produkt, ich überlege mir einmal einen ich habe einen einmaligen Entwicklungsaufwand, so die Idealwelt, die passiert oftmals in der Realität dann natürlich nicht, aber das Idealbild wäre, man hat einmal den Entwicklungsaufwand und kann dann 1 Million derselben Produkte und noch mehr davon verkaufen. Das andere ist, das, was ich gerade beschrieben habe am eigenen Experiment aus meiner Doktorarbeit, ist natürlich auf der Industrieseite was ganz was anderes. Da ist es idealerweise so, dass der Kunde, der später das Produkt nutzt, überhaupt nicht begreifen muss, wie es eigentlich funktioniert. Das einfachste Gerät ist, wenn man es an- und ausschalten kann. Und mehr Features hat es dann schon gar nicht. Und dazwischen drin erkennt es automatisch, was es soll. Ob das jetzt eine Waschmaschine ist oder ein Quantensensor, das ist am Ende eigentlich egal, weil der Kunde, der wird sich nicht technologisch so tief damit beschäftigen wollen, weil wenn er es dann verstanden hat, dann könnte er ja die Firma selber gründen. Das Letzte ist, das ist, wie vorhin schon mehrfach angesprochen, um das Marktrisiko auch zu senden, ist es nicht auf ein bestimmtes Budget zugeschnitten, sondern es ist vor allem darauf zugeschnitten, dass es einen bestimmten Preispunkt am Markt treffen muss. Ganz einfaches Beispiel, wir alle nutzen vermutlich Smartphones. Und ich stelle einfach jedem so zum Überlegen die Frage, ob er einfach mal 50.000 Euro mehr zahlen würde, wenn das nächste Smartphone seiner Lieblingsmarke einen Quantenchip hätte. Einfach mal als Gedankenbeispiel, es gibt bestimmte Preispunkte, die müssen dann schon extrem viel Mehrwert bieten, um dass man den Preis steigern kann. Und das sind eben sehr, sehr viele Produkte, denen auch, egal ob sie Quantentechnologie oder nicht benutzen, unterliegen dieser Logik. Und das Letzte ist, wenn man von der Produktseite kommt, ein Produkt muss am Ende Profit erwirtschaften. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man vielleicht vermeintlich auf der rechten Seite gierig ist und sagen will, ich will ganz viel Geld für mich selber hamstern. Dieser Profit, klar, ist es schön, Geld zu verdienen, aber dieser Profit finanziert zum einen die nächste Entwicklung und gleichermaßen zahlt er aber auch die Schulden aus der Vergangenheit ab. Das heißt, ein Produkt, was einfach so viel kostet, wie man reingesteckt hat, das ist dann eher, das wäre dann eher gegenläufig. Das heißt, wir hätten dann wieder kein Produkt kreiert. Das einfach mal so gedacht und als Diskussionspunkt auch für mich idealerweise, um dieses Valley of Death zu überbrücken, sind aus meiner Sicht Startups. Ich wünsche mir in Deutschland gerade zum Thema Quantentechnologie eine echte Startup-Kultur. Weil Startups sind genau dafür eigentlich angelegt, dass man sagt, man nimmt Ideen aus der Forschung auf und auch mit größeren Firmen zusammen und entwickelt sie dann zum Produkt. Und das hat auch was mit Geschwindigkeit zu tun, das hat was mit Mut zu tun, das hat was mit Flexibilität zu tun. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, da werde ich jetzt heute nicht näher drauf eingehen, aber einfach so als Gedanke, Startups sind sehr gut prädestiniert dafür, genau diese Lücke zu füllen. Ein letzter Punkt, den ich noch mitgebracht habe, ist, was braucht es auch? Und das ist tatsächlich dieses berühmte Thinking Outside of the Box. Der Mensch ist, glaube ich, sehr gerne und schnell dabei, Gleiches gesinnt sich gerne mit Gleichem. Um jetzt aber der Quantentechnologie der zweiten Generation wirklich zu einem schnellen Erfolg im produkttechnischen, industriellen Sinne zu verhelfen, müssen wir uns deutlich stärker aus der Wohlfühlzone von einem reinen Physiker herausbewegen und wir müssen mit sehr, sehr vielen anderen Disziplinen zusammenarbeiten, um diese Idee umzusetzen. Und da stehen jetzt ein paar wenige zusätzliche Funktionen mit dran, aber sie sind natürlich auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, so wie wir Quant hier aufbauen. Es braucht Unterstützung seitens der Politiker, weil das Thema noch so frühphasig ist, dass es teilweise noch einen Anschub braucht. Wir brauchen auf der einen Seite Menschen, die sich mit den Finanzen sehr gut auskennen,
Es braucht auf der anderen Seite aber auch sogenannte Business Developer, die erkennen, wo ein Produktnutzen überhaupt sein kann und das dann aber auch übersetzen können an Ingenieure, um ihnen zu sagen, was denn der Kunde eigentlich wünscht. Und in der Diskussion entsteht dann eine Umsetzbarkeit oder eben nicht. Und dann sind noch ein paar andere Disziplinen, die bei uns eben sehr wichtig sind, insbesondere wenn es um Sensorik geht, dann kommt es eben auch oftmals darauf an, dass es ein gutes mechanisches Engineering gibt, dass das Gehäuse gut durchdacht ist, sowohl aus Preis- als auch aus funktionaltechnischer Sicht. Und das ist klar, wenn wir machen photonische Quantentechnologie, da geht es natürlich auch sehr viel um Optik. Aber das ist nochmal so ein Punkt, gerade wenn ihr die Gelegenheit dazu noch habt, crossfunktional zum Beispiel an der Uni euch zu vernetzen zu diesem Thema, um einfach auch mal einen ganz anderen Blick auf eine solche Überlegung zu bekommen, nutzt den. Für mich sind solche Diskussionen immer extrem viel wert. Und genau, das ist so der letzte Punkt, den ich zum Thema, was sollten wir jetzt noch tun, um die Quantentechnologie der zweiten Generation zum Abheben zu bringen. Genau. Im letzten Teil würde ich dann Quant vorstellen. Wir sind ein Startup, was sich 2018 aus der Trumpf-Gruppe heraus ausgegründet hat. Wir sind, wenn man es genau nimmt, ein bisschen Teil dieser Trumpf-Gruppe, führen uns aber autonom. Das heißt, Trumpf ist unser Investor und wir haben bestimmte Meilensteine mit unserem Aufsichtsrat abgestimmt, für die es dann eben im klassischen VC-Kontext die nächste Tranche Geld gibt. Und dieses Geld verwalten wir dann bis zum, also die Runway, wie man dann schon eben sagt, verwalten wir komplett unternehmerisch eigenständig. Wir sind im Moment in Stuttgart-Vaihingen auf circa 1200 Quadratmeter. Ich bin jüngst freudig, habe ich gesehen, wir sind in letzter Zeit wirklich gut gewachsen, was wir in Anbetracht dessen, was wir uns vorgenommen haben, auch müssen. Aktuell sind wir 40 Quantis. Und unser Ziel ist es, dass wir ungefähr um die Jahreswende rum irgendwo zwischen 80 und 100 sind. Das ist gar nicht mal, weil wir sagen, das ist schick, jetzt so viele Quantis hier an Bord zu haben, sondern wenn ich dann später zeige, was wir uns alles vorgenommen haben, um jeden dieser Aspekte ernsthaft zu begleiten, ist diese Zahl dann doch irgendwo sinnhaft. Wir sind im Moment gut gefördert. Das ist fantastisch hier in Deutschland. Wir haben aktuell 6 öffentlich geförderte Projekte, die uns teilfinanzieren. Das Spannende ist für mich eigentlich, dass all diese BMBF-geförderten Projekte immer einen Kunden im Mittelpunkt haben. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, diese Projekte immer entlang einer bestimmten Kundenrichtung aufzusetzen. Und das merkt man diesen Projekten auch aus meiner Sicht in der Geschwindigkeit an, weil man eben fokussiert auf ein bestimmtes Ende hin entwickelt, gemeinsam mit den Verbundpartnern. Und das macht wahnsinnig viel Freude, das zu sehen. Und was wir im Moment an Produktentwicklungen vorhaben, das sind 3 Sensoren und ein Chip. Und dazu komme ich mal auf der nächsten Seite, aber bevor ich dazu komme, ich habe versprochen, dieses Why, How and What zu erklären. Bei uns im Why steht überhaupt nichts zum Thema Quantentechnologie, sondern unser Motto oder das, was wir realisieren wollen mit der Firma, unsere Daseinsberechtigung, warum gibt es Quant, ist, weil wir die Qualität revolutionieren wollen, wie Maschinen ihre Umgebung wahrnehmen, wie Menschen Informationen verarbeiten und die Art und Weise, wie wir denken. Wenn man das subsumiert, dann liest man da eigentlich ganz klar, die beschäftigen sich irgendwie mit Wahrnehmung im maschinellen Bereich, sie beschäftigen sich mit Wahrnehmung im menschlichen Bereich. Und dann ist was der letzte Satz, das fällt mir immer wieder auf, insbesondere auch, wenn wir mit Kunden uns austauschen, wenn man sich einfach nur das Beispiel des Magnetfeldsensors vor Augen führt. Das ist für einen Kunden ein echter Paradigmenwechsel, wenn der auf einmal gesagt bekommt, okay, wir messen jetzt nicht den Strom, sondern wir gehen ins Magnetfeld. Man muss oftmals, um die Quantentechnologie sinnvoll einsetzen zu können und den Mehrwert dessen herauszuarbeiten, auch mit dem Kunden daran arbeiten, dass der seine Problemstellung neu denkt. Das ist ein bisschen so, vielleicht ist der ein oder andere auch über die jüngsten technologischen oder die etwas naheliegenden technologischen
Errungenschaften des letzten 20 Jahre bewandert. Da gab es Additive Manufacturing. Das war riesenmäßig gehyptes Thema. Und es ist Wahnsinn, was mit dieser Technologie in einer sehr, sehr kurzen Zeit auf einmal möglich war. Aber was ich auch erlebt habe, ist eben das, wenn der Kunde aus einer bestimmten Toolbox-Landschaft kommt und weiß, wie er zum Beispiel jetzt Fräsen und Drehen einsetzt und Bohren, und auf einmal bietet man ihm ein neues Produktionsverfahren an, dann bedeutet es auch für den Kunden einen enormen Stress. Am Anfang hat er eigentlich ein größeres Problem, weil er ist gewohnt in der, sage ich mal, alten Welt, ist er ganz gut zurechtgekommen. Auf einmal stellt man ihm ein neues Produkt auf den Hof und mit der muss er, mit dieser neuen Errungenschaft muss er jetzt lernen, umzugehen. Also das heißt, seine Gedanken auch zu ändern und sich zu überlegen, wo er das Gewinnbringen einsetzen kann. Deswegen ist der letzte Punkt für uns auch sehr entscheidend, gerade bei dem Thema Quantentechnologie, weil es eben oftmals zu einem Umdenken auch beim Kunden stattfinden wird oder muss, um daraus ein Produkt zu kreieren. Auf einer sehr einfachen Ebene, was machen wir im Alltag? Wenn man das ganz einfach runterbricht, dann sage ich, wir bauen sogenannte Elektron-zu-Elektron-Konverter. Das heißt, in unsere Produkt- und Produktentwicklungen fließt auf der einen Seite Strom raus und auf der anderen Seite kommt auch wieder Strom bzw. Daten raus. Und was dazwischen stattfindet, passiert auf Photonik, also auf Licht. Deswegen, wenn man sich bei uns die Teams anschaut, dann gibt es immer Experten aus dem Bereich Electron-to-Photon-Conversion. Das ist dann Generierung, Umwandlung von Strom mittels Diodendirektlasern in Licht. Licht so genau wie möglich zu erzeugen, ist tatsächlich auch eine hohe Ingenieurskunst. Was ist da auch das Entscheidende an der Stelle? Wenn der Anfang schon nicht gut ist, wird das Ende nicht besser. Also Photonik ist tatsächlich ein Stück weit eine Aufaddierung von Fehlern, die sich dann nur noch sehr, sehr schwer korrigieren lassen. Von daher haben wir ein sehr hohes Augenmerk, gerade auf der anfänglichen Generierung des Lichtes, meistens mit Hilfe von Diodendirektlasern und der dazu begleitenden Elektronik, die diese Diodenlaser ansteuert. Dann haben wir in der Mitte den Bereich, den wir jetzt mal Quantum Controls für uns genannt haben. Da geht es dann tatsächlich darum, die Quanteneffekte, so wie wir sie vorhin gesehen haben, zu erzeugen und sie ja interagieren zu lassen. Und da geht es jetzt in verschiedensten Art und Weisen darum, ich kann so einen Quantenzustand mit der Umwelt interagieren lassen. Dann ist es typischerweise ein Sensor. Und beim Interagieren mit der Umwelt, ich komme später auf ein Beispiel von uns mit einem Partikelsensor, wenn jetzt so ein speziell präparierter Licht mit Superposition angereicherter Lichtstrahl auf einen Partikel trifft, dann imprintet der eine Information auf das Licht. Im Falle vom Quantencomputer ist es dann eher so, dass die, bei uns im photonischen Quantencomputer, dass die Lichtteilchen miteinander interagieren, aber dort kommt es dann zur Informationsaufprägung. Und jetzt ist es so klasse, jetzt haben wir zum Beispiel im Fall von einem Sensor die Informationen im Licht. Das hilft unserem Kunden jetzt noch nicht ganz so viel, außer dass wir uns freuen, dass die Informationen jetzt drauf sind. Jetzt müssen wir die natürlich auslesen und da kann man auch wieder einiges richtig machen oder eben nicht. Deswegen haben wir uns auch sehr viel um die Entwicklung von der Rückkonversion in die Elektronen gekümmert, um zum Beispiel rauscharme Transimpedanzverstärkerschaltungen zu entwickeln und das Ganze dann aber auch gleich in Daten weiter zu veredeln. Wie sieht sowas jetzt in einem, hier sind wir in einem verbundgeförderten Projekt mit mehreren Partnern zusammen, wenn wir uns mal das Thema Magnetfeldsensorik anschauen. Man schaut sich dann so eine Gesamtkomponente eben mal an. Dann geht es los, aber wenn man rechts oben anfängt, etwas tatsächlich unintuitiv auf dieser Folie, aber rechts oben geht es dann los mit der Electron-to-Photon-Conversion. Also vielleicht vorneweg noch, wir haben uns jetzt das Ziel vorgenommen, ein Produkt oder eine Produktidee zu realisieren. Das ist die bei Raumtemperatur funktioniert. Raumtemperatur ist natürlich nicht genau ingenieurstechnisch spezifiziert, aber wird irgendwo so zwischen, sagen wir mal, 5 und 40 Grad sein. Der Footprint sollte klein sein. Klar, dieser Sensor ist derjenige, der zum Beispiel für die Exoskeletten, also für die Prothesensteuerung eingesetzt werden soll. Das heißt, es ist nicht ganz genau definiert, wie groß er ist, aber ich sage mal, ein Laptop ist definitiv zu groß als Aufstandsfläche. Das heißt, wir sollten hier eher so in die Kategorie kleiner als ein Smartphone kommen.
Und die Sensitivität, die wir erzielen müssen, muss in jedem Fall besser als 10 Picotesla sein. Das ist für Experten, die würden jetzt sagen, okay, haben wir schon in der Wissenschaft vielleicht sogar sensitiver gesehen. Für alle, die dies nicht sagt, das ist im Vergleich, jetzt muss ich überlegen, zum Erdmagnetfeld, ich glaube, einen Faktor 1000 genauer. Nur mal so, um eine Einschätzung zu geben. Falls jetzt ein Experte dabei ist, gerne in den Chat schreiben. Ich habe das Erdmagnetfeld gerade mit ganz im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall empfindlicher. Gut, dann fangen wir mit dem Laser an. Der Laser, das, in dem Fall brauchen wir einen grünen Laser. Was ist das Entscheidende bei dem Laser? Dass er eben sehr, sehr, sehr rauschen muss. Alles Rauschen, was wir jetzt hier dem Laser, also Fluktuationen, egal in welcher Art und Weise, die wir dem Laser sozusagen mitgeben, das wird später sich bis zu den Detektoren durch verstärken und dementsprechend würde die Sensitivität des Sensors leiden. Dann im Quantum Controls Bereich geht es darum, der Kernpart, das Sensor Medium ist Diamant. Das ist was wir zum Beispiel von dem Lieferanten zugeliefert bekommen nach unseren Spezifikationen. Und in diesem Diamanten ist es zum einen mal so, dass man muss noch eine Mikrowelle, Microwave, dem Ganzen mit initiieren, um den Sensor zu komplettieren. Und gleichzeitig muss dieser Diamant aber auch so gelagert sein, dass er dann am Ende des Tages auch wirklich an die Magnetfelder unseres menschlichen Körpers kommt. Das heißt, da ist auch noch eine gewisse Engineering-Leistung im mechanischen Sinne. Wie platziere ich dieses System überhaupt in dem Sensorgehäuse? Und wenn jetzt dann die Magnetfelder auf den Sensor eingestrahlt worden sind, wie sie auf den Laserstrahl aufgeprägt haben, für die Experten, es bleibt dann nicht im Grünen, sondern es findet dann noch eine Konversion statt und die Signale sind dann bei 630 Nanometer. Und auf diese 630 Nanometer Licht, das dann beigeneriert wird in dem Diamanten, das sind wir jetzt ganz scharf. Das enthält die Informationen, wie die Magnetfelder in der Umgebung waren. Und um die jetzt zurück zu konvertieren, bedarf es eben wieder eine Fotodetektion. Das heißt, wir müssen das Licht wieder in Photonen zurückwandeln und auch an der Stelle das Ganze möglichst in Echtzeit stattfinden lassen. Das heißt, ohne ein FPGA geht es auch schon mal nicht. Wahrscheinlich müssen wir noch eine Stufe schneller werden an der Stelle, aber das sind wir gerade noch mal rausfinden. Und diese Signale, das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen, die sind jetzt nicht unendlich groß. Das heißt, wir müssen die auch noch sehr rauscharm verstärken. Deswegen haben wir spezielle Amplifier-Schaltungen noch mitentwickelt. Und genau, und das Ganze basiert auf Balanced Photo Detection für die Experten. Genau, also das mal ein Beispiel. An sowas entwickeln wir gemeinsam mit mehreren Partnern im Rahmen von QSense. Und das, wenn man dann mal anschaut, was wir in Summe als Quant machen, wir haben uns im Bereich im Wesentlichen in drei Säulen dann aufgestellt. Wir sind im Quantum Sensing und im Photonic Computing aktiv, was das Thema Produktentwicklungen angeht. Das heißt, hier haben wir vor, später Produkte am Markt zu platzieren und sie stehen dementsprechend auch ständig mit Kunden im Austausch, mit zukünftigen Kunden, die uns heute schon von ihren Problemstellungen berichten. Und dann haben wir noch einen dritten Bereich, der sich um das Thema Enabling Technologies kümmert. Da geht es dann eben wie gerade darum, die Komponenten, Laser, Lasertreiber, rauscharme Elektronik zu entwickeln. Das werden aber keine Produkte bei uns werden, sondern die tatsächlich speisen nur die Sensorik und das Computing. Und als letztes beschäftigt sich diese Säule auch um die Produktionstechnologie. Weil wie wir es vorhin schon hatten, wir müssen diese ja nicht einmal machen, sondern idealerweise so einen Sensor dann in größeren Stückzahlen immer wieder gleich herstellen können. Und auch diese Technologien sind heute zumindest noch nicht in Summe so etabliert, dass wir einfach auf einen weiteren Lieferanten zugehen könnten und sagen können, könnt ihr uns bitte den Prozess liefern, sondern den müssen wir teilweise eben auch mit in der Entwicklung mit co-entwickeln. Im Bereich des Sensings sind wir jetzt im Bereich des Magnetfeld-Sensings, wie gerade schon beschrieben, aktiv. Dann nehmen wir auch im Bereich der Magnetfeldsensorik Produktentwicklung im Bereich der atomaren Gyroskope vor. Da geht es auch wieder um das Thema Ansicht, die Gyroskope, so wie wir sie hier entwickeln. Die Auflösung zum Beispiel, die gibt es heute schon. Das Neue an den Themen ist, dass wir es auf einem sehr kleinen Footprint realisieren wollen mit derselben Genauigkeit, wie es zum Beispiel heute schon große faserbasierte Gyroskope ermöglichen. Und da geht es dann eben das Thema Footprint, also das heißt, wie kompakt bekommen wir das Ganze hin und um das ganze Thema Energie, also Energy Consumption,
Nicht unbedingt, weil wir besonders grün jetzt an der Stelle denken, sondern es hat für bestimmte Produkte ist es eben schon wichtig, dass wir da jetzt keinen Kilowattanschluss brauchen, sondern eher sowas im Milliwattbereich zur Verfügung stellen können, weil sonst passt das ganze Energiemanagement nicht. Und der letzte, da habe ich dann auch noch Beispiele mit, ist das Particle Sensing. Das blende ich mal kurz aus und zum Thema Photonic Computing erzähle ich dann auch später noch so, wie wir das Thema angehen, was unser Wert ist und unser Weg. Da habe ich noch ein paar Details dabei. Genau, dann steigen wir gleich mal in den Particle Sensor ein. Wir messen mit Licht Partikel. Da sind wir bestimmt nicht die Ersten. Da gibt es wirklich viele Experten, die da auch sehr erfolgreiche Geschäfte, Firmen aufgebaut haben, die das hervorragend tun. Wir tun es ein bisschen anders. Wir generieren, anstatt dass wir einfach nur den Laser nehmen und dann die Lichtabschwächung messen, prägen wir diesem Lichtstrahl Polarisations-Superpositionszustände auf und die propagieren jetzt mit unserem Laserstrahl durch. Und wenn jetzt so ein Tröpfchen oder ein Teilchen durch unseren Lichtstrahl fällt, dann messen wir nicht einfach nur die Abschattierung, sondern wir können vier Faktoren oder vier Parameter gleichzeitig bestimmen. Wir können die Geschwindigkeit bestimmen, mit der sich dieses Teilchen durch den Laserstrahl bewegt hat. Wir können die Richtung, in der es geflogen ist, können wir auswerten. Wir können die Größe selbst bestimmen, also das, was man bisher auch schon konnte. Und jetzt kommt aber ein wirklich spannender Punkt. Wir können auch die Form des Teilchens erkennen. Und das ist was im Moment sehr viel Aufmerksamkeit gerade in der prozessverarbeitenden Industrie ja, mit sich bringt. Da geht es dann um diverseste Themen. Zum Beispiel dürfen wir nennen, mit der Firma BASF dabei, diesen Sensor für die Chemieindustrie weiterzuentwickeln, wo es dann um die Herstellung von bestimmten Chemikalien geht. Und da hoffen wir natürlich einen Mehrwert dadurch bieten zu können, dass wir zum Beispiel schon bei der Erzeugung dieser Chemikalien dann die Form mit detektieren können und damit gleich Rückschlüsse auf den aktuellen Produktionsprozess liefern können. Spannend hier auch mal aus einer Kundensicht dargestellt. Dieser Sensor ermöglicht es einem, also derselbe Sensor kann Partikel in Flüssigkeiten oder in Gasen wahrnehmen, was für uns, das ist für den einzelnen Kunden vielleicht gar nicht so ein Riesenvorteil, weil der hat halt seine Teilchen entweder in Flüssigkeit oder in Gas. Für uns hat es aber einen unschlagbaren Vorteil, weil wir müssen einen Sensor entwickeln und können den für einen sehr, sehr breiten Anwendungsfall eben qualifizieren. Und das ist für uns natürlich im Sinne der Scalability nochmal richtig viel wert. Der dritte Punkt, den zweiten haben wir schon ausgiebig diskutiert. Der dritte Punkt ist, dass diese Messungen, von denen ich gerade geredet habe, in Echtzeit ablaufen. Das heißt, man kann live auf einem Dashboard, kann der Kunde mitverfolgen, wie der Prozess gerade abläuft und kann sich dann diverseste Histogramme anschauen und muss nicht dann vielleicht nochmal einen halben Tag warten, bis man das Pre-Processing dann in irgendeinem Datencenter noch vorgenommen hat. Der vierte Punkt für mich, total faszinierend. Wir sind tatsächlich verschmutzungsunanfälliger wie konventionelle Sensoren, was im Wesentlichen dadurch zustande kommt, dass wir eben nach Polarisationseffekten suchen und nicht nach Abschattierungen von Licht. Das heißt, wenn sich hier Dreck ins System einschleust, dann lässt sich der relativ simpel aus der Gleichung rausnehmen, beziehungsweise der schlägt erst gar nicht als sozusagen Veränderung in der Prozesstechnologie aus und dementsprechend ist dieser Sensor prädestiniert dafür, für den industriellen Kontext eingesetzt zu werden. Und der letzte Punkt ist was überhaupt nichts mit Quantentechnologie zu tun hat, was aber von unseren Kunden wahnsinnig gewertschätzt wird. Dadurch, dass wir so wie es hier gezeigt ist, diese Form gewählt haben, ist es für uns möglich, dass wir im Innenbereich verschiedenste Durchflüsse realisieren können. Und tatsächlich, was wir auch gelernt haben, ist beim Partikelmessen, ist zum Beispiel, ja, das mit der Quantentechnologie ist super, das ist dem Kunden aber eigentlich nicht ganz so wichtig, sondern was ihm viel wichtiger ist, ist, dass er sehr, sehr viele Daten bekommt über seinen Prozess und dass es möglichst schnell und einfach zu integrieren ist. Manchmal ist es ihm auch wichtig, dass er es selber integriert. Aus dem Grund haben wir zum Beispiel in der Mitte, da ist schon so ein Schlitz, das ist unsere sogenannte Hardware-API. Das heißt, hier können wir für den Kunden kundenspezifische Prozesszuführungen entwickeln,
Das kann der Kunde aber auch selber machen, wenn er sagt, das ist so in meinem Kern-Know-how an der Stelle verankert, das möchte ich eigentlich mit niemandem drüber, das will ich mit irgendjemandem drüber nicht sagen, wir überhaupt kein Problem, wir geben unserem Kunden einfach die Anschlussmaße und er kann dann eigenständig seinen Prozesszugang designen. Und das Zweite ist dann auf der Software-Ebene, auch dort, wie ich es gerade schon gesagt habe, in Kombination mit der Echtzeitfähigkeit haben wir eine API entwickelt, auf der der Kunde dann entweder uns den Auftrag geben kann, kundenspezifische Lösungen zu generieren, oder wir können, er kann es einfach selber tun. Um mal so einen Einblick in so einen Labor zu geben von dem Chemiehersteller, was man hier sieht, der weiße Kasten, das ist dann tatsächlich sehr funktional gehalten, unser Sensor, also beziehungsweise das, was ich auf dieser Folie gezeigt habe, sitzt jetzt in diesem Ummantelungsgehäuse, wo der blaue Schlauch reingeht. Und rechts davon ist jetzt zum Beispiel eine Flüssigkeit, die wird dann durch diesen Sensor gepumpt. Und auf der rechten Seite sieht man dann an der Stelle, was die Größenverteilung hier zwischen 2 und 9 Mikrometern in dieser Flüssigkeit gerade vorhanden ist. Und was man unten noch sieht, das habe ich mal mit reingenommen, was wir hier mal simuliert haben, ist tatsächlich das Thema Verschmutzung. Und wir hatten Partikel in der Lösung, die ungefähr 4,5 Mikrometer groß waren. Und was man eben sieht, ist, wir haben dann bewusst angefangen, künstlich über Abschwächergläser den Strahl abzuschwächen. Und das würde jetzt bei anderen Sensoren schon zu einer Verfälschung des Messergebnisses kommen. Aber bei uns hat es weder auf die Count Rate noch auf die Bestimmung der Größe eine Auswirkung, was eben nochmal da verdeutlichen soll, auch unseren Kunden gegenüber, wie insensitiv wir an der Stelle gegenüber Verschmutzungen sind, was für einen Industrieeinsatz natürlich extrem wichtig ist. Wenn wir jetzt wieder, ich komme zurück zu dem Eingang, wenn wir in Richtung Wissenschaft denken, ist das schön und gut, aber ich glaube, an der Stelle würde man jetzt an der Stelle auch einfach mal zwischendrin reinigen. Das geht natürlich in den Prozessentwicklungen dann nicht mehr. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist, und das ist das, was dann wieder das Thema Daten vorspiegelt, als wir dann verstanden haben, wie viel mehr Daten wir eigentlich pro Zeiteinheit zu jedem Partikel generieren, haben wir angefangen, unsere eigenen neuronalen Netze auf unseren Daten zu trainieren. Und eine der Kundenanfragen, die ich jetzt hier mal zeige, ohne den Kunden zu nennen, ist, wir vermessen, wie wohl sich zum Beispiel Zellen fühlen. Wenn sich Zellen wohlfühlen, dann sind die sehr teilungslustig und schnüren sich sozusagen ab und erzeugen immer wieder neue Zellen. Und was wir für den Kunden entwickelt haben, basierend auf unseren Daten, ist dann ein Live, also das kann man dann tatsächlich in Echtzeit mitverfolgen, können wir auswerten, wie viele einzelne dieser Zellen vorhanden sind, wie viel sich gerade im Teilungsstadium finden, die sich schon abgeschnürt haben und wie viel Koinzidenz, also wie viele Doppel-Events wir sozusagen mit dem Messdurchlauf in unserem Messsystem auch gemessen haben. Und gleichermaßen haben wir für den zweiten Kunden mal programmiert, also durch das neuronale Netz, dass wir Teilchen durch den Sensor schleusen und die Aufgabe war, unterscheidet bitte, wie rund die sind. Also wie gehen wir dann daran? Wir haben dann gesagt, na, wir sagen mal, rund ist rund und haben die Elliptizität definiert und haben das Sensorsystem dann daraufhin eintrainiert. Und was man dann im Graphen unten drunter sieht, ist eben, wenn es auf der roten Linie liegt, ist es wie zu erwarten, dass der echte Wert eben genau mit dem vorhergesagten Wert übereinstimmt. Und auch das hat extrem gut funktioniert. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass wir Lebende von gestorbenen Zellen unterscheiden konnten. Und das wiederum ist natürlich sofort ein Use Case, weil damit kann man Prozesstechnologie zur Steuerung von diversesten biochemischen Prozessen bereitstellen. So viel zum Thema Sensorik. Ganz knallharter Sprung ins Thema Quantencomputing. Und bevor ich jetzt erkläre, was wir da genau vorhaben, möchte ich einfach nochmal generell noch darüber reden. Das ist eine gewissermaßen auch eine subjektive Wahrnehmung, wie das Thema photonisches Quantencomputing einzuordnen ist. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Plattformen, mit denen sich Qubits realisieren lassen. Angefangen von den supraleitenden Qubits über Trapped Ions, über neutrale Atome und jüngst gibt es auch den Silicon-Based-Ansatz mit Spins. Dann gibt es Diamanten, die sind jetzt noch gar nicht aufgehört. Also es gibt sehr, sehr viele Ansätze.
Und wenn man sich mal anschaut, was jetzt der große Unterschied zum photonischen Ansatz ist. Photonen haben einen Vorteil, der gleichzeitig ein Nachteil ist. Photonen interagieren erstmal mit nichts und niemandem, außer man zwingt sie per Interferenz mit sich selber zu interferieren, aber sie sind sehr inert gegen irgendwelche Absorptionen. Das heißt, einen Photon auf die Reise zu schicken das propagiert, das ist super. Was ist jetzt das Problem? Genau, es interagiert mit nichts. Das heißt, allein sowas wie einen Controlled Not Gate, also ein C-Not Gate mit Photonen alleine zu realisieren, ist ja extrem anspruchsvoll, beziehungsweise in dem Gate-Modell aus meiner Sicht ja nur sehr, sehr kompliziert und nicht mit einer hundertprozentigen Determinist, also 100% vorhersagbar zu lösen. Auf der anderen Seite ist die Skalierung, die Anzahl der Qubits bereitzustellen im photonischen Ansatz im Vergleich zu allen anderen Plattformen aus meiner Sicht sehr einfach. So, und wenn man jetzt wieder in so einem zweidimensionalen Chart sich das anüberlegt, wir sind heute im klassischen Computing links unten und wir wollen zum sogenannten Universal Quantum Computing rechts oben. Jetzt ist die Frage, welchen Weg bestreiten man? Und in dem Diagramm ist jetzt mal auf den zwei Achsen aufgetragen, es gibt Gate Complexity oder Gate Fidelity, das heißt immer dann, wenn bestimmte Gatter und Gatterlogiken zu realisieren sind, und dann gibt es die Skalierung der Anzahl der Qubits. Und ich glaube, die von IBM, der Computer, der IBM Quantum Computer hat im Moment 127 Qubits, was eine enorme Anzahl ist, also großer Respekt vor der Leistung. Wenn man sich aber anschaut, was man dann machen kann, man kann diesen gatterbasierten Ansatz fahren und die meisten Plattformen, abgesehen von der Photonik, gehen heute auch aus einem technologischen Aspekt heraus. Eher den Weg zu sagen, okay, jedes weitere Qubit oder die nächsten 10 Qubits oder die nächsten vielleicht auch 100 Qubits bereitzustellen, ist ein enormer technologischer Aufwand. Aber hey, wir können sehr, sehr viele Quantengatter damit realisieren und damit kann man ja schon was rechnen. Das ist dieser Ansatz in einem sehr einfach ausgedrückt, den man dann unter diesem NISQ, also Noisy Intermediate State Quantum Computing Ansatz zusammenfasst. Das heißt, man weiß, man ist weder error corrected noch sonst irgendwas und man kann faktisch schon mal anfangen, ein Gefühl für diese Systeme zu entwickeln. Mit dem photonischen Ansatz ist es eben wie gerade beschrieben so, wir können nicht alle Gatter realisieren. Stand heute, ob wir es morgen können, ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Gleichermaßen, der Vorteil ist natürlich, wir können sehr schnell die Anzahl der Qubits realisieren. Und wenn man sich dann den anderen Ansatz eben anschaut, wir gehen gar nicht zu den gatterbasierten Logiken, sondern wir überlegen uns, was wir vielleicht mit einfacher Interferenz und sehr vielen Qubits lösen können, dann kommen wir in den Bereich von dem sogenannten Boson Sampling. Das ist, wenn man es so runterbricht, ist es eigentlich der Quantum Random Walk an der Stelle, aber eben man hat einen Eingangsvektor, den man über Photonen darstellt, dann hat man dazwischen einen Beamsplitter-Array und am Ende hat man Detektoren und in Abhängigkeit, wie man sein Beamsplitter-Array steuert, kann man Rechenoperationen ausführen. Und da gibt es auch jede Menge Use Cases, die man eben adressieren kann, komme ich später noch dazu. Und was ich hier mal gezeigt habe, das ist das, was in der Mitte im Inneren ist, das ist das, was einen Kunden zum Beispiel dann auch interessiert. Könnt ihr ein neuronales Netz mit eurer Struktur eintrainieren? Könnt ihr mal als Anker, vielleicht, falls viele schon gehört haben, könnt ihr ein Traveling Salesman Problem lösen? Und. Und die Kunden kommen oftmals aus einer Problemwelt, wo sie ihr Problem formuliert haben und die Frage ist, kann das jeweilige System dieses Problem lösen? Und da gibt es eben einen bestimmten Bereich, wo unserer Überzeugung nach photonisches Quantencomputing heute schon zeigen kann, dass es bestimmte Algorithmen lösen kann und das ist den Weg, den wir bestreiten. Das heißt, wir streben nicht direkt zum Universal Quantum Computing über ein verrauschtes, sondern wir fokussieren uns tatsächlich im ersten Ansatz auf das sogenannte Boson Sampling und von dort, wenn wir dann ein Gefühl auch für die Technologie und auch einen Kundennutzen kreiert haben, dann würden wir natürlich auch wahnsinnig gerne weiter in Richtung Universal Quantum Computing gehen. Was haben wir vor? Wir fangen, also das heißt erstmal All-in-a-Chip
weil wir tatsächlich an der Stelle der Überzeugung sind, dass es nur chipintegriert wirklich skaliert. Das heißt, wir entwickeln sowohl die Elektronik als auch die entsprechenden photonischen Leiterbahnen eigenständig. Wir denken es tatsächlich vom Wafer bis zur Software. Ohne Frage haben wir dazwischen Partner, aber bei uns, wir haben entgegen zu manch anderen Wettbewerbern nicht den Ansatz zu sagen, wir suchen uns jetzt eine Fab und geben dann unser Layout an die Fab und das, was zurückkommt, das benutzen wir dann, sondern wir denken es tatsächlich von der Hardware, vom Wafer her selber. Hat was damit zu tun, dass wir der Überzeugung sind, gerade im Photonischen, dass jedes Defekt und jede Unwissenheit über das Ausgangsmaterial wieder zu weiteren Verlusten führen kann und dementsprechend die Scalability, was man dann brauchen wird, in Gefahr bringt. Und was man dann hier sieht, dass man eben on-chip dann sowohl die State Generation, in unserem Fall Squeeze States, on-chip mitbringt. Das Ganze ist dann über das Photonic Circuit, das, was man vorhin fürs Boson Sampling zum Beispiel schon gesehen hat, wo man dann durch einen Beamsplitter, also einen on-chip Beamsplitter Array, wo sich Wellenleiter immer wieder treffen und auseinandergehen, plus der jeweiligen Modulatoren. Und am Ende, das finale Ziel ist natürlich auch, dass wir die Detektoren mit auf den Chip kriegen. Und das Spannende daran ist auch, dass wir in der zweiten Ebene, also unsere Lichtwellenleiter, liegen sozusagen direkt auf einer Silizium-Silizium-Oxid-Struktur, dass wir auch die Elektronik dann mit in das Silizium integrieren wollen, die zur Ansteuerung der Modulatoren eben gebraucht wird. So viel zum photonischen Ansatz von uns. Jetzt die Frage, was können wir damit lösen? Wenn wir angenommen, wir hätten jetzt heute hier einen Chip, der vielleicht 1000 solcher Wellenleiter, also Q-Modes, wie das dann heißt, beinhaltet, welche Algorithmen könnten wir angehen? Und das ist für uns eigentlich so ein Stück weit das Spannende. Wir können heute klassische Algorithmen über eine solche Technologie benutzen, um Probleme zu lösen. Also wir können zum Beispiel das sogenannte, die dichtesten Subgraphs so aus raus finden. Dazu haben wir auch schon Emulatoren gebaut. Wir können auch Max-Click-Probleme lösen, die zum Beispiel, also um zum Beispiel mal ein Beispiel zu geben von dem Use Case, und da gibt es auch inzwischen einschlägige Publikationen dazu. Es gibt ein sogenanntes Problem am Flughafen, das heißt Airport Gate Assignment. Das heißt, Flugzeuge kommen ja, wenn man am Frankfurter Flughafen ist, im 2-Minuten-Takt kommen diese Flugzeuge rein. Die müssen jetzt möglichst schnell von der Landebahn weg und die müssen an irgendwelche Terminals. Jetzt ist es so, diese Terminals, das unterliegt einer bestimmten Logik, wie die jetzt reinkommen und verteilt werden müssen. Nämlich es geht zum einen darum, Anschlussflüge mit zu berücksichtigen, dann das andere Standzeiten der einzelnen Flugzeuge und. Also gibt es eine Reihe an Kriterien, die jetzt dafür nötig sind. Und jetzt ist der Punkt, wenn man sich morgens hinsetzt und seinen Plan schreibt, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Aber was passiert, wenn die Maschine aufgrund von irgendwelchen unvorhergesehenen Ereignissen 10 Minuten zu spät kommt? Jetzt muss die ja anders eingeslottet werden. Jetzt ist die Frage, ist die Ursprungsplanung, die Gate-Zuweisung, ist das immer noch das Idealbild? Oder müsste man nicht doch jetzt vielleicht Flugzeug A auf Gate Z stellen und das andere dann lieber auf Gate B? Sowas heute in Echtzeit auszuxen, ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, deswegen vielleicht auch einer der Gründe, warum es dann manchmal etwas länger im Abflug und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Fakt ist aber, dass es sich dabei um ein Max-Click-Problem handelt. Und mit diesen Strukturen, so wie wir sie bauen, lassen sich eben sehr, sehr elegant dieses Max-Click-Problem lösen. Und das ist auch eines, jetzt versteht man, glaube ich, intuitiv, warum wir glauben, dass da auch ein sehr sehr großer Kundennutzen an der Stelle vorhanden ist, weil das Airport Gate Assignment ist ja nur ein Beispiel von vielen Problemen, die es aber heute in der Logistik einfach gibt. Dann gibt es das Thema Graph-Isomorphismen, die man auch sehr, sehr gut lösen kann. Also der linke und der rechte Graph, so wie man ihn heute sieht, die sind isomorph im mathematischen Sinne und sowas heute mit einem Computer rauszufinden, ist nicht ganz einfach. Mittels unserer Strukturen ist es dagegen verhältnismäßig einfach, wenn wir sie eben vorweisen können.
Und das letzte Problemstellung ist aus der Phononik. Das sind molekulare Vibrationen und Phononen sind wie Photonen, Bosonen. Und jetzt kommt dann schon wieder der Link. Das ist zum Beispiel bei der Analyse von Molekülen, Molekülvibrationen ja, vorherzusagen. Ich glaube, jeder oder viele von uns, die Physiker sind, die haben mindestens einmal das Wasserstoffatom gerechnet. Für alle, die die Molekülphysik hatten, die wissen, dass es dann oftmals eben mit Approximationen zu tun hat, dass man die richtige, zum Beispiel Molekülschwingung, dann identifiziert. Mittels einer solchen Struktur könnte man da aber einen nativeren Weg dazu finden, diese Molekülvibrationen auszurechnen. Und auch das ist ein echter Kundennutzen, den wir mit so einer Struktur oder mit so einem Chip direkt adressieren können. Genau, also das, was er hier nochmal erklärt mit dem Airport Gate Assignment, da ist auch tatsächlich das Paper mit genannt, wo das angegangen worden ist von der Uni Siegen. Vielleicht da an der Stelle jetzt aber noch ein Punkt, der wieder auf unser Why einzahlt. Und da stand ja am Ende, wir müssen ändern, wie wir denken. Der Punkt ist jetzt nämlich der folgende. Klar, wenn ich sozusagen nur einen klassischen Computer zur Verfügung habe, dann werde ich dieses Problem, zum Beispiel das Airport Gate Assignment Problem, werde ich eben auf die entsprechende Hardware zuschneiden. Wenn ich jetzt eine neue Toolbox habe, bedeutet das aber auch, dass dieselbe Problemstellung mitunter teilweise anders formuliert werden muss. Das heißt, auch von der Problemformulierungskette her müssen wir an dieser Stelle wieder neu denken und müssen das neu erlernen, um das gesamte Potenzial eines solchen photonischen Quantencomputers dann nutzen zu können. Und am Ende noch eine kleine Übersicht über die technologischen Entwicklungen und Teile unserer Sensoriken, die wir in den vergangenen 3 Jahren jetzt schon realisiert haben. Im Bereich von der Elektron-zu-Photon-Conversion sieht man mal 3 Lasermodule, die wir jetzt über die letzten Jahre entwickelt haben. Da geht es zum einen mal um den 405-Nanometer-Lasermodul, dann den 795-Nanometer-Lasermodul zum Beispiel für das atomare Gyroskop. Und dann haben wir uns auch zusammen im öffentlichen geförderten Projekt Milliquant zusammen mit der Firma Bosch daran gemacht, für 520-Nanometer eine spezielle Lichtquelle zu entwickeln. Und das wäre jetzt ein Vortrag für sich alleine, was diese Lichtquelle kann. Aber es ist Wahnsinn zu sehen, wie über 3 Jahre einfach das Rauschlevel dieser Lichtquelle sukzessiv nach unten gegangen ist und in den relevanten Bereichen, wie jetzt heute inzwischen, Schrotrausch limitiert sind, was wiederum enorm darauf einzahlt, diesen Sensor überhaupt realisieren zu können. Dann im mittleren Bereich Quantum Controls, das ist natürlich alles auf das Thema photonisches Quantencomputing zugeschnitten. Hier sieht man mal eine Siliziumstruktur von uns. Also das ist ein Silizium-Wafer, das ist jetzt sunny side down, wie man im Englischen so schön sagt. Hier oben ist das Silizium und hier sieht man das Lithium-Niobat, was der aktive Wellenleiter bei uns ist, der das Licht führt. Und das tatsächlich haben wir über die letzten 3 Jahre so weit entwickelt, dass wir inzwischen auf 3 Zoll Wafer sind wir aktuell, bis zu 50 oder über 50 Chips aus einem Wafer rausbekommen, um dann die individualen Prozessschritte weiter zu optimieren, zu untersuchen. Wir haben auch inzwischen periodisches Pooling bei uns, was wir mit einbringen können, mit zum Beispiel 1,7 Mikrometer Polungsperiode für die Experten, was so im Moment meines Wissens zumindest nach schon zumindest im oberen Limit liegt, was es heute am Markt zur Verfügung gibt. Wofür brauchen wir das, um zum Beispiel Paarphotonen oder Squeezed Light extrem effizient generieren zu können? Auch das war jetzt einfach so ein technologischer Schritt, den mussten wir tun, um das Squeezing für unser Gaußschen-Boson-Sampling gut zu erzeugen. Dann auf der rechten Seite unterschiedlichste Detektorentwicklungen, die wir über die letzten Jahre gemacht haben, angefangen von, dass wir uns eben sehr viel Gedanken bei den etwas makroskopischen Aufbauten gemacht haben, dass auch wirklich jedes Licht, wie man es hier oben sieht, dann auch zum Beispiel in einer Faser landet, dass da möglichst wenige Verluste entstehen. Dann, dass wir vorhin schon mal auf dem Bild eine sehr rauscharme Transimpedanzverstärkung und am Ende für Kunden haben wir auch schon Full-Stack-Lösungen. Also das heißt, hier sieht man das Electronic Rack und dazu hier in der Mitte übrigens der passende Sensor dazu. Im Sensorbereich haben wir über die letzten Jahre Materialcharakterisierungssensoren entwickelt. Hier ist zum Beispiel durch diese Küvette fließt Wandfarbe tatsächlich, die wir dann auf Klumpenbildung untersuchen.
Dann haben wir Prozesssensorik entwickelt. Das war einfach aus dem Nähkästchen, war ein ganz fantastischer Job. Da hat der Kunde gemeint, könnt ihr die Sensorik auch bei 300 Grad, also das ist wieder das Thema Engineering, laufen lassen. Bei Raumtemperatur war der Job eigentlich okay, das Ganze so zu entwickeln, dass wir einen Sensor, eine Inline Metrology bei 300 Grad in Betrieb nehmen. War tatsächlich ein Jahr Entwicklungsarbeit, aber auch das ist dann wieder von der technologischen Überlegungen ins Produkt. Wann löst man den Schmerz vom Kunden? Und an der Stelle war es eben, der musste bei 300 Grad sitzen, ist uns auch erfolgreich gelungen. Und den gerade schon beschriebenen Partikelsensor, der hier sieht man noch eine sogenannte Funktionsmusterbau. Das sieht, wie wir vorhin gesehen haben, sieht er schon ein bisschen anders aus. Aber den haben wir jetzt auch über die letzten 3 Jahre und in Summe 5 Iterationen jetzt in den finalen Prototypenstadium entwickelt. Das einfach mal so, was wir so tun. Und jetzt bin ich am Ende von meinem Vortrag und freue mich jetzt einfach, jede Menge Fragen und Diskussionen zu erleben. Genau, wir haben zum Sensor haben wir 2 Fragen. Wenn Sie vielleicht nochmal auf die Folie 27 gehen könnten, dann haben wir es, glaube ich, alle vor uns. Genau. Ja. Und zwar fragt der Herr Bern, die Sensoren sind ja recht klein. Was sind denn die Messbereiche der 4 Parameter, Geschwindigkeit, Größe, Richtung und Form? Und geht auch in die Richtung, die Marielle fragt, wie groß der Sensor ist. Ich glaube, da wäre das Bild von der nächsten Seite, wenn man da vielleicht ein bisschen über die Abmaße und so okay, kurz nochmal was sagen. Kann ich super gerne beantworten. Also vielleicht fange ich mit der letzten Frage an, weil es die einfachere an der Stelle ist. Der Sensor hat ungefähr, also die Länge kann man ungefähr Tablet-Maß sich vorstellen. Also wenn wir ein Tablet auf ein klassisches 9 Zoll oder 10 Zoll Tablet, so wie wir es heute alle oder viele von uns nutzen, da passt der Sensor sehr gut drauf. Der könnte in der Tat auch noch ein Stück kleiner sein. Es kommt jetzt aber wieder Nutzen sozusagen in dem Sinne. Es gibt ein paar servicetechnische Aspekte. Der Sensor muss zum Beispiel im Feld von einem Servicetechniker schnell zu tauschen sein. Und aus dem Grund ist so ein kleiner Sensor an der Stelle gar nicht so vorteilhaft an der Stelle, sondern es ist eher gut, wenn jemand mit 2 Händen hingreifen kann, um den rauszunehmen und wieder reinzubauen. Und aus dem Grund ist tatsächlich die Aufstellfläche etwas größer geraten an der Stelle. Zum Thema Parameter. Also, das ist tatsächlich sehr, ich weiß es nicht, wie man Form an der Stelle genau spezifiziert. Also wir können, ich sag mal, wir können Strukturänderungen je nach Elektronik, ich sag mal so, im Mikrometerbereich auflösen und dann hängt es davon ab, wie gut wir das neuronale Netz trainiert bekommen. Also tatsächlich der Schlüssel zur Formenerkennung liegt dann im Training des neuronalen Netzes. Die kleinste Partikelgröße, die wir auflösen können, sind 500 Nanometer. Das heißt, das ist der kleinste Partikel. Das hat was mit der Optik zu tun. Das hat gar nichts dazu zu tun, dass der Sensor per se, wir sehen auch kleinere Partikel. Nur ist uns ist im Moment noch, also ich weiß auch, dass andere laserbasierte oder lichtbasierte Partikelsensoren kleinere Partikel auflösen können. Wir für uns haben noch nicht gelöst, wie wir dann mit der Beugung umgehen. Also ab 500 Nanometern bei 405 Nanometer Licht ist es eben so, dass sich das Licht anfängt, um diesen Partikel herum zu beugen und dementsprechend das Messsignal nicht mehr linear ist und dementsprechend mussten wir an der Stelle sagen, okay, wir softwareseitig begrenzen wir jetzt mal bei 500 Nanometer, was für die Kunden völlig ausreichend ist, also eher in die andere Richtung, sind teilweise spannende Use Cases und da können wir tatsächlich zumindest in der Konfiguration, so wie wir sie hier haben, wie Sie hier im Bild sehen, können wir bis 600 Mikrometer große Partikel mitsensen. Dann das Thema Richtung. Ich glaube, das ist wie bei der Form. Also wir können so ungefähr 1 Mikrometer mit der entsprechenden Elektronik können wir die Richtungsänderungen auflösen. Und bei der Geschwindigkeit ist auch wieder das Thema Elektronik. Also das, was ich jetzt gerade vorstelle, das ist schon ein Stück weit, wir müssen es auf die Kundenbedürfnisse zuschneiden. Aber unsere
jüngste Sensorik oder unsere jüngste Elektronikstufe, die wir tatsächlich für High-Speed Particle Detection entwickelt haben, kann über 100 Meter pro Sekunde auflösen. Das heißt, das war ein Kundenwunsch, dass wir uns da die Thematik mal ranbewegen. Und das ist uns jetzt mit dem neuesten Tape-Out der Elektronik gelungen, dass wir jenseits der 100 Meter pro Sekunde Partikel auflösen können. Genau. Okay. Ja, spannend. Das waren, denke ich, die Fragen zum Sensor. Spannend, weil ich habe ja 2005 in einem Praktikum bei Trumpf auch mal ein bisschen mit einem Partikelsensor rumspielen dürfen. Da war man nicht so weit, ich war froh, dass Partikel überhaupt gemessen worden sind. Genau. Die nächsten drei Fragen gehen dann ums Quantenrechnen. Also zwei sind auf Englisch. Beziehungsweise noch ein, also ich würde noch genau, der Herr Schaal hat noch eine Frage zum Magnetometer gestellt. Was für Anwendungen sehen Sie neben der Prothesensteuerung für die NV-Magnetometer? Oha. Ja. Das ist tatsächlich das ist eine sehr generische Frage. Also ich mache mal ein paar Randbedingungen. Jetzt mal angenommen, wir kriegen diesen Sensor tatsächlich, ich mache mal vielleicht so in die typische Streichholzschachtelgröße. Das mal als erste Randbedingung. Und wir kriegen das Auflösungsvermögen kleiner 10 Pikotesla. Dann eröffnen sich natürlich schon viele Möglichkeiten, gerade im Bereich, also sowohl, also jegliche Art Mensch-Maschine-Interaktion ist da natürlich jetzt wird greifbar, angefangen von, dass wir vielleicht auch per Gedanken eines Tages Maschinen steuern. Auch das, wie gesagt, wenn wir die Sensitivität in dem Packmaß erreichen mit vertretbaren Kosten, die Technologie per se gibt die Empfindlichkeit her. Das heißt, das kann in jedem Fall ein Use Case werden. Wenn der Use Case attraktiv genug ist, wird man den sicherlich eines Tages auch entwickeln. Und dann geht es um das ganze Thema, also ich kann es nur auf der etwas generischeren Ebene beantworten. Immer da, wo feinste Ströme gemessen werden müssen, tut man sich heute tatsächlich mit den resistiven Verfahren durchaus schwer. Also es ist nicht ganz so trivial. Es gibt dafür Lösungen, aber in dem Bereich sehe ich tatsächlich einen sehr, sehr, ob das jetzt im Messen von Kriechströmen in bestimmten auf Elektronikplatinen ist oder tatsächlich dann an diese Mensch-Maschinen-Interaktion anknüpft, genau in dem Bereich gibt es einen Fundus an heute nicht adressierbarer Applikationen, die jetzt eben über diese neue Technologie möglich werden. Genau, so jetzt Quantum Computing haben jetzt mehrere Fragen. So. Ja. Okay, können wir kurz zwei Fragen in Englisch machen? Ja klar, ich kann auch auf Englisch antworten. From Mr. Barada. First question is photonic boson sampling the only way for photonic quantum computing? And what is the advantage if there are other solutions? Okay, so the first question, is it the only way? No. It's the only thing I can say from my today's perspective is that at least the gate-based approach is rather complicated or not sufficiently realizable using photons and photonic structures. However, to reach universal quantum computing, there are multiple ways, like using so-called GKB states for universal quantum computing or the measurement-based approach. I think I had them in the slide as well. This measurement-based cluster state computing is also targeting universal quantum computing, and there might be even more. So for example, also these quantum neuronal networks. So it's basically training neural networks, but using instead of electrons or electronic devices in classical computing using quantum. These are all
possible algorithms that lead to solve problems. Here on the lower end of the graph, here there are more special purpose. So I believe that the chip here, which would be taped out, would rather be dedicated to solve an individual algorithm, while in the universal quantum computing part, one chip would serve, for example, to work as a universal quantum computer and can solve multiple problems. But no, boson sampling is not the only way. And there is, again, inside the photonics community, a whole slew of different applications we can realize. Okay, so jetzt können wir, glaube ich, wieder auf Deutsch mal wieder machen. Der Georgi Astakov fragt, danke für den sehr interessanten Vortrag, kann man ja auch mal sagen, ja? Was sind die Quellen der einzelnen Photonen beim photonischen Quantum Computing, Boson Sampling? Also ja. Was ist die Photonenquelle? Genau, da, das ist das, was ich am Ende ganz kurz erklärt habe. Wir setzen aktuell hier auf periodisch gepolte Down-Conversion-Quellen, die wir eben pumpen, aber on-chip mitbringen. Das heißt, die werden extern durch einen externen Laser mitgepumpt und erzeugen dann die Squeeze-States. Es ist aber hier durchaus auch, also was ist jetzt der Vorteil in unserem Fall? Dadurch, dass wir Lithium-Niobat einsetzen, haben wir Zugang zur zweiten Ordnung Nichtlinearität und aus dem Grund können wir diese Quellen einsetzen. Wenn wir jetzt in Richtung anderer Ansätze, zum Beispiel mit Siliziumnitrit denken, dann ist es aber aufgrund der Firmenmischung, wäre es auch, also falls die Frage genereller gemeint ist, in unserem Fall ist es Lithium-Niobat mit periodischer Polung, generell wäre aber auch Firmenmischung zum Beispiel in amorphen Materialien möglich, das zu tun. Okay, voll rein in die Photonen. Mit an. So, jetzt noch vielleicht ein bisschen eine Grundlagenfrage zum Thema Quantencomputing vom Jonas Göser. Können Sie eine Aussage darüber treffen, inwiefern Post-Quantum Cryptography den Anwendungsbereich von Quantenkommunikation bzw. Quanten-Key-Distribution schmälert? Das ist jetzt sehr schon auf die das ist sehr auf die Krypto. Okay. Vielleicht eher ein Krypto-Experten. Aber ja, okay. Wollte ich gerade sagen. Also ich muss ganz ehrlich an der Stelle sagen, ich bin kein Krypto-Experte an der Stelle und würde die Frage tatsächlich, also das ist eine äußerst spannende Frage, ich würde die auch gerne beantwortet haben. Ich muss nur leider sagen, alles, was ich dazu sagen kann, wäre tatsächlich eine Meinung, aber keine, würde nicht auf einer qualifizierten Erfahrung an der Stelle. Das tut mir leid, die würde ich gerne nicht beantworten. Okay. Ja, so beim Durchlesen ist mir schon gekommen, das ist ein bisschen drüber. Genau, nochmal vom Georgi Astakov. Braucht man ein Magnetfeld-Screening, um mit einer Empfindlichkeit von 10 Picotesla zu messen? Magnetfeld-Screening. Schon sehr spezifisch alles jetzt immer. Ich muss so ein bisschen, ich muss sagen, ich kann die Frage gar nicht richtig deuten. Okay. Also an der Stelle ist jetzt die Frage, ich antizipiere mal, was damit gemeint ist. Vielleicht ist damit gemeint, ob man damit in ein gepulstes Regime gehen muss, also ob man einen gepulsten Sensor an der Stelle bräuchte. Tatsächlich an der Stelle ja und nein. Also ist es an der Stelle so, es gibt unterschiedliche Protokolle, die man jetzt fahren kann, um diese Empfindlichkeit zu erreichen. Das eine ist, dass man gepulst zum Beispiel sein Licht auf den Diamanten einstrahlen lässt, um das Ganze auszulesen und dann auf das gepulsten. Es gibt aber auch mit kontinuierlichem und ja, ich sehe gerade, dass ich habe die Fragen auch übrigens vor mir. Ah, okay. Dass gerade die Frage kommt, dass 10 Picotesla sehr viel kleiner als das Erdmagnetfeld ist. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Es ist aber so, man kann über die Wahl der richtigen Protokolle dann tatsächlich die Nutzsignale rausfiltern. Also indem, dass man zum Beispiel dann auf bestimmte Veränderungen im Signal achtet, während man dann die Gleichanteile wieder rausfiltriert, kommt man eben an die eigentlichen Empfindlichkeiten ran. Also das vielleicht dazu. Das eigentliche Protokoll, das man dann einsetzt, das muss ich ehrlicherweise sagen, da sind wir noch in der Erprobungsphase. Und ich weiß auch nicht, ob ich das dann so direkt
eins zu eins aufschreiben würde. Aber ja, also tatsächlich 10 Picotesla ist sehr, sehr klein und es ist auf der einen Seite eine Kombination aus die Komponenten, also Laser, Diamant und Detektion weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite ist es aber auch das Ausleseschema, das man dann verwendet, was einem dann diese Empfindlichkeiten ermöglicht. Okay, vielleicht als nächstes noch, ich würde auch sagen, dann schließen wir die Fragen jetzt, jetzt sind es noch 3 oder 4, dann kommen wir irgendwie hin zu einer runden Sache noch. Weiß ich jetzt nicht, wenn Sie sehen, zuerst technische oder dann ein bisschen Wir können Business. Über das Boson Sampling, ich habe die Frage, also zum Boson Sampling, machen wir das. Werden die Polungen auf dem auch aktiv manipuliert oder muss das Design vorher optimiert werden? Sehr gute Frage. Da steckt ein Experte hinter. Ja, das ist tatsächlich etwas, was man a priori wissen muss. Also wir können nicht, also wir können aktuell nicht eine variable periodische Polung anbieten, wo man einen Chip hätte, bei dem man dann heute die und morgen eine andere Polungsperiode einstellen würde. Das ist tatsächlich vorab sich zu überlegen und dann wird statisch in das Material eingeschrieben. Genau. Ja, von Daniel Zimmermann, sind die Kunden hauptsächlich auf Sie mit Use Cases zugekommen oder haben Sie die Roadshow gemacht? Jetzt ein bisschen von dem einen, ein bisschen von dem anderen. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass also bevor wir uns gegründet haben, haben wir die Roadshow gemacht. Tatsächlich, da wusste man ja, also da haben wir gesagt, das ist unser Leistungsversprechen. Das glauben wir zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Partikelsensorik nimmt, davon sind wir überzeugt, wenn wir es entwickelt haben, dass wir das liefern können. Ist das für euch interessant? Und dann war es tatsächlich so, dass die ersten Kunden haben wir aktiv angesprochen und haben uns vorher natürlich schon Gedanken gemacht, könnte das die interessieren? Unter anderem war eine der ersten Kunden, die wir ja nennen dürfen, war eben die Firma BASF. Eine andere, mit der wir unsere Partnerschaft öffentlich bekannt gegeben haben, ist die Firma SICK. Das war auch eine der ersten, die unter diesen Kunden fallen. Und es war in beiden Fällen so, dass sofort Zuspruch da war. Also es war, ja, ihr habt da einen Punkt getroffen, genau das treibt uns um, können wir vielleicht sogar gemeinsam weiterentwickeln. Und dann ist es tatsächlich so, wenn sich sowas dann, da gibt es ja dann wieder andere Communities, wenn es sich anfängt umzusprechen, dann setzt genau der Umkehreffekt ein, nämlich wenn man dann eine gewisse Visibilität erreicht hat oder sich auch erarbeitet hat, dann kommen Kunden auf einen zu und sagen, hey, könnt ihr nicht das und das? Und da ist es dann tatsächlich, da muss man dann ein bisschen in einen anderen Modus schalten und muss dann eben sehr genau überlegen, ob man das dem Kunden dann auch versprechen kann oder eben nicht. Genau. Genau. Okay, ja, dann noch von Herrn Jostand, einfach organisatorisch, ob er die Folien haben kann, wenn man es typischerweise so, ich stelle den Kontakt her und... Sehr gerne. Also das wird ja alles aufgezeichnet, das, was ich heute gezeigt habe, das kann ich auch gerne als PDF zur Verfügung stellen. Ja, Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten auch selber an den Folien wirklich, an den Grafiken, also insofern da direkt vom Urheber. Weiter geht es ja gar nicht mehr. Okay, ja, ich habe 8:30 versprochen, jetzt ist 8:55 geworden. Ich danke Ihnen schön. Ich denke, dann kommen wir noch ganz gut weg. Wünsche allen noch einen schönen Abend und ja, war sehr interessant und spätestens im Herbst melden wir uns wieder, hoffentlich auch mal wieder in Präsenz oder in einer hybriden Form, die auch Präsenz wieder an der Uni Stuttgart beurteilt. Wieder darstellt. Und dann gibt es auch wieder Brötchen hoffentlich und Brezeln und Stehtischchen und zusammenstehen. Gut, alles klar. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss.